Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego der Herr der Ringe. Wir haben in der letzten Folge aufgehört und haben in der letzten Folge das erste Mal wirklich Gollum gespielt und wir tun es natürlich in der heutigen Folge ein weiteres Mal. Mal sehen, ob wir ihn jetzt eigentlich für immer freigeschaltet haben. Ich hoffe es einfach mal, weil es gibt ja ziemlich viele Wände, die wir noch erklimmen müssen. Die sehen ja dann immer jeweils so aus mit diesen Fischen da dran. Und was ich jetzt eigentlich mal nachschauen wollte war... Guck ich jetzt Gollum nicht rein? Doch, okay. Nee, schade. Ich wollte nämlich gerade sagen, da oben war nämlich noch so eine goldene Truhe. Die kann ich aber tatsächlich mir nicht holen. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Aber na gut. Gehen wir mal direkt hier runter. Und da warten auch schon weitere Gegner. Erstmal werde ich mit Frodo hier in den dunklen Bereich gehen. Ah, okay. War wenigstens ein Rezept drin. Das ist cool. Das gefällt mir ja schon mal. So, warte mal. Wir werden mal wechseln. So. Hoffentlich kann er die von hier aus treffen. Kann er nicht. Okay, warte mal. Dann, müssen wir hier runter. Natürlich müssen wir das. So, was gibt's hier? Einen blauen Stein. Das ist ja schon mal gut. Hätten sie ruhig einen lilanen hinlegen können auch, ne? Also, ich sag's nur mal so. Wäre nett gewesen. Sehr nett sogar. Oh Gott. Vielleicht tot. Habe ich gerade mit den Fäusten gekämpft? Ich sollte zum Schwert wechseln, wenn ich ihn spiele. Also zumindest im Nahkampf. Oh, hier ist wieder ein blauer Stern. Stern. Blauer Stein. Stern wäre bestimmt auch ganz cool. Achso, okay, da kriegen wir die Steine her. Ich wollte schon gerade sagen, wofür ist denn das da? Aber, okay, ergibt schon Sinn. Ergibt ja schon ganz schön gut Sinn. Frage ist nur... Achso, wir müssen das einfach nur wegschieben, damit wir da hinkommen. Achso, okay. So, jetzt sterbt. Weg damit. Jetzt können wir da nämlich auch mit Frodo, wollte ich gerade sagen, mit Gollum hochklettern. Junge, 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 der hat vielleicht eine Akrobatik. Wie anstrengend das sein muss, so zu klettern. Uiuiui, da sehe ich ein rotes Fleckchen. Oh, und wieder runter. Egal, ich wollte das eh noch kaputt machen hier. Geht nicht? Na gut. Dann gehe ich nochmal hoch. Achso, das landet wahrscheinlich darauf, ne? Dieser Block hier. Wozu waren diese roten Flaggen gut? Ich weiß nicht mehr ganz, was die machen. Oder wie wir da jetzt überhaupt rankommen, ist natürlich auch noch eine andere Frage. Ah, hier unter war eine Pflanze verborgen, deswegen war da was drüber. Da wollte man die einfach vor uns verstecken, ich glaub's nicht. Will hier etwa jemand verhindern, dass wir weiterkommen? Wow. Nicht nett. Ich frage mich ernsthaft, wie man da hinten überhaupt hinkommen soll. Das ist ganz fragwürdig irgendwie. Naja. Machen wir das mal hier weg. Und... Katschau. Ach, und ein Nazgul. Natürlich ein Nazgul. Wir wechseln mal Charakter. Denn auf den sollten wir jetzt am besten... Uiuiui, da kommen die nächsten auch gleich schon reingenieselt. Den sollten wir am besten mit dem Bogen abschießen. Ich glaube, im Nahkampf braucht man sich mit einem Nazgul gar nicht anlegen. Na? Nimm das! Oh, ein gezielter Schuss! Der war schön. Das sah cool aus. Der wird aber sicherlich nicht tot sein von einem kleinen Mini-Pfeil. Das mag ich zu bezweifeln. Oh. Oh, da hinten... Da schon wieder versteckt hinter so einem silbernen Steinen. Wow. Aber wie gesagt, ich habe eh noch nicht wirklich herausgefunden, wozu die eigentlich gut sind. Von daher, das ist ja noch eine. Ja. Jetzt kriegen sie mich doch langsam dran damit. Jetzt möchte ich die doch schon einsammeln. Wenn sie so vor der Nase liegen, dann... Dann will man die auch haben, okay? Gib sie mir einfach. Übrigens war hier noch ein blauer Stein. Wie kommen wir jetzt weiter? Wahrscheinlich mit Frodo erstmal, ne? Oder mit Gollum oder mit Sam. Wen auch immer man da lieber hat. Hier könnte man Gimli einsetzen und hier gibt es auch einiges zu holen, so wie es aussieht. Die Hobbits sind jedoch ein bisschen zu... Naja, die wiegen nicht genug, um sich darauf zu schmeißen. Ist in dem Fall nicht mal eine Größensache, weil Gimli ist ja gleich groß ungefähr. Ist ja auch nur ein Zwerg. Darf man ja nie vergessen. So. Warte mal, wer hat denn die Kobel dabei? Gar keine? Achso, ich habe gedacht, wir hatten eine. Hm. Gollum hat übrigens kein Inventar. Das ist interessant. Okay, hier haben wir nur das Feenseil und hier haben wir auch nur die Lampe.
Okay, also müssen wir... Ah, warte mal, so können wir da, glaube ich, hoch, oder? Komm schon, muss da hochgehen. Ah, da kommen wir bestimmt nur mit einem größeren Charakter hoch, ne? Sam, kannst du ein bisschen höher hüpfen? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ah, ne, kann ich gar nicht drauf zugreifen, ne? Ach, Mist. Ich habe nämlich gedacht, hätte ja klappen können, dass wir die Schuhe mit dabei haben. Frage ist jetzt nur, wo kriegen wir jetzt eine Kurbel her? Da unten ist auf jeden Fall eine. Ah, hier kann ich ein bisschen was kaputt machen. Vielleicht müssen wir die ja herfischen. Aber ich habe natürlich keine Angel dabei, ne? Aber, naja, so begabt wie der Gollum im Fischen ist, kann er das natürlich auch mit seiner bloßen Hand tun. Die Fische kommen ihm einfach nur so entgegengeflogen, wenn er seine Hand ins Wasser streckt. Das ist krass. Die müssen echt einen Pakt mit dem haben. Oder der stinkt einfach nur so sehr, dass er... Naja, Fische damit anlockt. Oder beziehungsweise in dem Fall eine Kurbel. Ich weiß gar nicht, was die ganze Angelaktion sollte. Okay. Los geht's. Machen wir die mal auf. Ich liebe übrigens, ich liebe den Körperbau von Gollum. Der hat wirklich die richtige Gamer-Pose, wenn er steht. So einen richtig schönen Buckel. Ich würde ja gern sagen, ich steh nicht so, aber naja. Kommt bestimmt schon mal vor. Dass ich auch mal mit so einem Buckel irgendwo dastehe. Kommt auf den Tag an. Aber es hat sich eigentlich gebessert. Ich wollte gerade sagen, da muss doch die Wand weg. Und so ist es auch geschehen. Die können wir uns holen, die Truhe. Aha, guck mal. Sehr schön. Diesmal ist es nicht nur exklusiv. Oh. So. Das ist immer nervig, dass man bei dem wechseln muss zum Bogen. Kann er das nicht automatisch machen? Und wieder ein gezielter Schuss ins Herz. Mann, 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 der macht hier auch alles kaputt, ne? Jahrelang haben hier, was auch immer für eine Wesen, ich wollte sagen Menschen, aber es kann ja alles sein, diese Gebäude aufgebaut. Und da kommt ein Nazgul und macht alles kaputt. Ich meine, ich glaube, die juckt es eh nicht mehr. Ich sehe hier auch keinen mehr. Von daher, entweder haben die sich evakuiert und sind schon wo ganz anders, oder das sind eh Ruinen und die Leute sind schon tot. Ich glaube, das ist das realistischste Szenario. So, was gibt es hier noch? Guck mal, da drüben zum Beispiel könnte man auch wieder so richtig... Aber dann muss das ja, warte mal. Von hier aus... Ah, doch, man könnte es treffen mit einem gezielten, mit einem gezielten Sprung. Okay, weil ich wollte nämlich sagen, mir kommt so vor, als wenn das eine Klasse wäre, die, ja, wie sagt man, die halt schießen kann. So, lass uns weiter, Jungs. Kann Gollum eigentlich auch in dunkle Räume rein? Würde ja eigentlich nur Sinn ergeben, oder? Dass der das auch kann. Ich meine, der lebt sozusagen im Dunkeln. Ey, mir macht es immer wieder Angst, dass der eigentlich ziemlich viele Ähnlichkeiten zu mir hat. Ich mag auch mehr die Dunkelheit. Obwohl sich das auch schon geändert hat, eigentlich. Also wenn ich mal überlege, in der letzten Wohnung hatte ich ja wirklich schwarze Vorhänge und da kam kein bisschen Licht durch. Inzwischen habe ich ja so... Mal weiß, schwarz, so abwechselnd, so klaviertastenmäßig. Wo dann auch mal ab und zu ein bisschen Licht reinscheint. Und inzwischen finde ich es sogar ganz schön. Früher, keine Ahnung, da hätte ich mit keinem Lichtchen wäre ich ausgekommen. Inzwischen geht das eigentlich. So, ich finde vor allem, wenn es draußen so ein bisschen grau ist und trotzdem hell, finde ich es ganz schön. Ich finde nur Sonnenschein nicht so toll. Und der Nazgul scheint zumindest vorübergehend besiegt zu sein. Denke. Nun versteht ihr, Frodo Beutel. Ich habe Gandalf versprochen, dass euch nichts passiert. Und ich verspreche, passiert. Saruman. Ein Zauberer müsste mehr Verstand haben. Kommt, meine Freunde, die Ents ziehen in den Krieg. Ja.
Oh ja, ich mag ja die Ents. Ich finde die super. So eine Baumleute. Schau dich an, wie riesig die ist. Wir können einfach alle zertrampeln. Macht uns nichts aus. Das ist cool. Die Definition von cool ist das einfach. Ah, machen wir mal den Turm da vorne kaputt. Was mir das letztendlich bringt, ist eine andere Frage, aber gut. So, jetzt respawnt ja auch alles. Junge, Junge, Junge. Die haben aber auch eine Wucht, ne? Ich denke mal, wir wollen vor allem größere Gebäude mit diesen Steinen kaputt werfen. Die anderen können wir ja eigentlich auch so zerstören, wenn ich so drüber nachdenke. Schmeißen wir den mal dagegen. Oh. Ja, der ist gekonnt abgeprallt. Wie auch immer. So. Dann werde ich den Stein gleich erstmal mitnehmen. Ich mache hier erstmal alles kaputt, sammle noch ein paar Münzen, denn man kann nämlich, wenn man die Ends spielt, immer ganz gut 100% holen. Oder beziehungsweise nicht 100%, aber diese eine Stufe irgendwie mit. Ich habe vergessen, wie das heißt. Also irgendwie Erkundschafter oder so. Abenteurer. Die Abenteurerstufe kann man dann freischalten. Hier ist noch so ein Rad. 2 von 5. Ach ja, die finde ich cool. Die finde ich cool. Oh, warte mal, das ist so ein Wasserturm. Nehmen wir mal. Ah, damit können wir wahrscheinlich löschen, ne? Hopp. Und eine goldene Truhe. Ganz allein für uns. Sehr schön. So, das ist ein ziemlich großes Gebiet, ne? Allein schon, wie viele Gegner hier rumlaufen. Ich habe letztens mal drüber nachgedacht, für welche Konsolen das Spiel rauskam. Und ich habe leider nicht nachgeschaut, aber ich würde mal schätzen, zum Beispiel auch Wii U oder so kam das bestimmt auch raus. Und da muss man ja einfach mal drüber reden, dass die Leistung, also das allgemein Konsolen aus der Zeit des Releases, das wir überhaupt geschafft haben, zu, ja, leistungsmäßig geschafft haben, das Spiel wiederzugeben, finde ich ganz impressive, weil man muss ja sagen, obwohl es ja dann trotzdem sehr auf den Lego-Stil basiert, sind die es ist grafisch halt echt hübsch. Das Wasser sieht sehr solide aus. Allein schon so eine großen Region sind sehr, sehr. Ich denke, die brauchen sehr viel Leistung. Ich meine, klar, dass das heutzutage auf einem PC läuft. Ist schon klar, ne? Das ist schon klar. Ah, hier können wir rübergehen. Machen wir auch gleich. Ich meine, ich habe wieder ein bisschen vergessen, wann das rauskam, aber ich glaube, das Spiel kam 2014 oder so raus. Welche Grafikkarte war aktuell 2014? Würde jetzt einfach mal ganz aus dem Nichts mal damit rechnen mit einer 1050 ungefähr. Wenn die da überhaupt schon draußen war. Weiß ich gar nicht. Ich hatte ja in meinem letzten PC hatte ich ja eine 1050 drin und den PC habe ich 2017 zusammengebaut. Und da war die, glaube ich, auch schon nicht mehr so neu. Jetzt habe ich ja eine 3060 drin und die kam 2022 raus. Also die ist, ja, ein gutes Stück jünger als dieses Spiel. Ein sehr gutes Stück. Aber ja. So. Aber ich erinnere nur nochmal, an der Brie hatte ich trotzdem Performance-Probleme. Das lag natürlich aber trotzdem nicht an der Grafikkarte, sondern einfach nur daran, dass das Spiel halt nicht auf moderne Hardware ausgelegt ist. Nicht in den meisten Fällen, ne? Das merkt man häufiger bei alten Spielen, dass die halt einfach nicht. Ich meine auch wie, ne? Wie soll das auch gehen, wenn man das nicht aktuell patcht? Man kann ja, als wenn man jetzt ein Spiel entwickelt, kann man ja nicht voraussagen, welche Grafikeinheiten in 10 Jahren wirklich genutzt werden. Du kannst ja da nicht vorplanen, so wirklich. Also, in den meisten Fällen sind ab einem bestimmten Zeitpunkt Spiele sehr kompatibel. Aber gerade wenn du so Spiele spielst, die eigentlich für die Hardware von Windows XP oder Windows Vista rechnen oder so ausgelegt waren damals, dann kannst du das eigentlich vergessen. Wenn die hätten noch nicht wissen können, dass es irgendwann Windows 11 gibt und eine 4090 und so. Aber ja. Finde ich mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Aber in den meisten Fällen gibt es ja dann auch Fan-Patches, wenn das die Entwickler nicht mehr machen, was immer eine ganz gute Sache ist. Ja, ich denke mal, dafür brauchen wir wahrscheinlich die Steine, obwohl ich tatsächlich ja auch die Balkons hier abwerfen kann. Das ist okay. Ja, da muss ich nochmal rumgehen dann. Das mache ich nochmal schnell. Wir sind natürlich nicht allzu schnell unterwegs, aber daran gemessen, wie groß das Gebiet ist, dann ist es doch in der Relevation ist es wieder ganz schön schnell wegen den großen Beinen. Wenn man das mal so. Oh Gott, ich würde ihm nicht vertrauen, ne? Dem ganzen Gebäude dort. Weiß ich nicht. Da würde ich nicht unbedingt mein ganzes Gewicht drauflegen wollen, aber ich meine, die bestehen aus Holz. Das Gebäude besteht aus Holz. Die müssen sich gegenseitig so ein bisschen
so ein bisschen vertrauen. Ich denke mal, mit einem Stein kann man da bestimmt gar nicht rübergehen, oder? Das wiegt doch wirklich zu viel dann. Ich will das eigentlich gar nicht testen, aber wir machen es trotzdem mal. Einfach nur mal so. Das war jetzt aber überdramatisiert von denen. Die hätten nicht runterfallen müssen. Uiuiui. Oh, das war... Ich habe kurz in den Abgrund geblickt. Das war ziemlich riskant, die ganze Situation. Ich denke aber doch mal, so einen Stein benötigen wir wahrscheinlich für die Wand da vorne. Okay, was auch immer für komische Bewegung der andere Baum da gerade macht. Wahrscheinlich ein Baumtanz. So. Kann ich das hier raufwerfen? Wäre ganz nett. Nein, nicht auf den kleinen. Den kleinen müssten nicht. Ah, jetzt, guck mal. Sehr schön. Dann haben wir nämlich schon mal den Weg uns hier durch. Den Weg uns ermöglicht. Uns fehlen noch einmal diese... dieses Rad würde uns noch mal fehlen zum Abbauen. Das kommt mir gerade vor. Mit diesen, Rohren, die da oben so halb liegen. Das kommt mir gerade vor, wie... Damals gab es immer so, gerade in meinem örtlichen Tierpark, so eine Wasseranlage, wo man so als Kind so ein bisschen pumpen konnte. Und dann kam das Wasser da so runtergeflossen. Das war mal cool. Ich fand das sogar so cool, dass ich damals mal, da war bei uns Sperrmüll, und da lagen so eine ähnlichen Bretter, die auch so eine Einkerbungen hatten. Und dann habe ich im Hof von meinen Großeltern auch so eine kleine Wasserbahn gebaut. Das fand ich ganz cool. Die auch als Murmelbahn gleichzeitig fungiert hat. Ja, ja. Ah, da vorne ist noch so ein Rad. Aber reicht das dann schon aus? Ich gucke mich lieber nochmal in der Ecke hier hinten um. Ich glaube, das Spiel würde hier gerne was verstecken, wenn es könnte. Okay, doch nichts hier. Yo, der kam einfach aus dem Nichts, oben aus dem Himmel geflogen. Ein wahrer Held. Ja, was sollen die Urukai hier machen, ne? Gegen so einen riesen Baummenschen können die nicht viel anrichten mit ihren komischen Macheten. So, 4 von 5. Einer fehlt also noch in dem Fall. Ich hoffe, auf den treffen wir noch. Ich denke aber. So, hier möchten wir einmal den Wasserbehälter leeren. Und alles ist gelöscht. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. So. Oh, hier kann man so viel schön Moneten sammeln, ne? Wenn man die Baummenschen spielt. Das ist wirklich insane. Du kannst einfach über alles rüberlaufen. Du nimmst alles mit. Verdienst dich noch und nöcher hier dran. Und dann können wir auch wieder uns neue Charaktere freischalten von dem Geld. Von mir aus. Alter, der Urukai ist gerade einfach am Fliegen gewesen, der eine. Warum gehen wir da nicht weiter? Wir werden jetzt erstmal den Balkon da noch wegschießen. Da enden sich auch schon die nächste... Oh! Da enden sich auch schon die nächste Rolle. So. Mach mal weg. Hallo. Ich hab gesagt, mach mal weg. Sehr schön. Und noch eine Truhe. Ja, da kann man wirklich richtig schön reingrinden mit denen. Wenn ich mir das aussuchen müsste, würde ich die mehr spielen. Wo das vielleicht auch nachher ein bisschen zu langweilig wäre. Wahre Abenteuer, sag ich ja. Dass sich das gut freischalten lässt mit den Charaktern. Ja, 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 ich gehe ja nicht zu nah ran. Ich zerstöre gerade deren kleine Häuser. Das ist irgendwie auch frech, oder? Und die leben hier auch nur. So, ist hier sonst noch was? Nee, in die Richtung nicht. In die Richtung allerdings schon. Und dann müssen wir auf jeden Fall... Ich darf die Rolle da hinten nicht vergessen dann. Das wäre ganz gut, wenn ich die mitnehmen würde. Da unten kann jemand durch, oder? Ja, vielleicht. Ich möchte eigentlich nicht gerne runter von meinem Thron hier auf dem Baum. Aber es sieht auch nicht danach aus, als wenn da was drin wäre. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liegen sollte. Aber ich meine, ich habe da nichts gesehen. So... Das noch kaputt. Uiuiui, hier wurden wir wieder ordentlich in die Luft katapultiert. Es wurde ein Ahornbaum. So, das löschen wir erstmal. Hopp. Da ist noch eine Truhe. Alter, hier kann man ja... Holen wir hier tatsächlich mal die 100% in diesem Level. Ist das eine Sache? Ist das eine Sache, die mir wirklich gelingen könnte? Ich meine, ich habe jetzt gerade mal 4 von 10. Ist schon krass, wie viel da immer verteilt ist in solchen Leveln, ne? Das scheint jetzt wirklich daran, dass ich in diese kleine Höhle nicht geguckt habe. Wäre lustig. Das kann ich nicht kaputt machen, aber die Rolle da hinten sicherlich.
Das sollte dann die nächste goldene Truhe bringen. Dann sind wir bei 5 von 10. Das ist immer noch gerade mal die Hälfte und ich bin mir sicher, dass wir über die Hälfte von diesem Level bisher sind. Aber gut. Kann man wenigstens mal sehen, was denn ungefähr. Oh ja, das werden wir tun. Oh ja, den Fluss werde ich sowas von befreien. Aber sowas von. Aber davor werde ich noch ein paar Gebäude hier kaputt machen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich denke, das wird wahrscheinlich ein ziemlich episches Anschaubild, wie der Damm dort zusammenbrechen wird. Hoffentlich wird uns dabei keiner aufhalten. Nicht, dass Saruman auf einmal mit seinem Zauberstab um die Ecke kommt und uns komplett in der Luft rumwirbelt. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge brechen wir den Staudamm, lassen den Fluss wieder frei. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Lego, der Herr der Ringe. Habt noch einen wunderschönen, ringreichen Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bye, bye.